Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video im guten alten Train Simulator Classic. Freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind heute bei der Berliner S-Bahn unterwegs, besser gesagt auf dem Berliner Ring, der Ringbahn. Und wir fahren heute unsere Baureihe 483 von Treptower Park bis nach Pankow. Genau, hier haben wir es knapp 25 Minuten sind wir heute unterwegs. Und es schneit draußen wie Bolle. Scheibenwischer sind schon an. Jetzt machen wir erstmal hier uns die Batterie an. Wir müssen nämlich unseren Zug noch aufrüsten. Ich hoffe, dass ich hier das jetzt einigermaßen hinbekomme. Ist schon ein bisschen länger her. Einmal die Batterie. Das passt. Dann drehen wir hier einmal den Schlüssel herum. Machen einmal den Hauptschalter rein. Genau. Dann sollte das eigentlich schon so passen. Wir brauchen natürlich noch eine Zugzielanzeige. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, welche Linie wir sind. Mal, steht das hier? Nee, steht nicht, welche Linie wir sind. Aber wir müssen nach Pankow. Und das finden wir hier eventuell. Ich kenne mich auch bei der Berliner S-Bahn gar nicht aus. Welche Linie jetzt genau wohin fährt? BER, auch nicht schlecht. Hermannstraße, Tempelhof, Südkreuz. Ja, wenn ich fahre, mal einfach. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn wir hier die falsche Anzeige haben. Aber natürlich nehmen wir doch einfach Ring. Nehmen wir einfach Ring. So, das sollte schon passen, aber sonst sollten wir alles haben. Vielleicht noch die Federspeicherbremse lösen. Das wäre nicht so verkehrt, ne? So, einiges los hier. Ach, schön. Auch der Schnee, leise rieselt der Schnee, ne? Ach, herrlich. Wirklich eine klasse Strecke. Und ich sehe jetzt schon alle, die gerne TSW spielen, sehe ich schon die Kommentare tippen. Oh, das bräuchten wir in TSW. Ich bin mir nicht sicher, ob in TSW gerade auf schwächeren PCs und auf den älteren Konsolen das hier wirklich Spaß machen würde. Weil, ich meine, wir sind hier in der Hauptstadt unterwegs. So, perfekt, hat gepasst. Und das Ganze ist nun mal, was die Performance angeht, dann definitiv, boah, das wird übel sein. Das dürfte auf den älteren Konsolen nicht viel Spaß machen, glaube ich. Nächster Halt ist S-Bahn Ostkreuz. Also Berliner Ostkreuz. Ich denke mal, wir fahren jetzt hier rechts hinüber. Genau. Sonst wären die 40 ja sinnlos. SIFA. Ich wollte erst den kompletten Ring fahren. Da gibt es auch eine Fahrt, wo man den kompletten Ring fährt, auch im Sommer. Aber, ja, da ist mir jedes Mal der Zug entgleist. Das war nicht so lustig. An einer speziellen Weiche ist mir da immer der Zug entgleist. SIFA. Und da wären wir auch schon. Auch gut umgesetzt, dass es hier in der Halle hier nicht schneit. Das kennt man auch anders. Nur man sieht halt leider draußen den Schnee nicht. Ja, das fängt jetzt wahrscheinlich einfach wieder an. Genau. Ja, geschenkt. So, auch hier einmal die Türen auf. Ach, schön. Schön, 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 schön. So macht das Spaß.
Es gab ja damals auch eine Vorabversion, sind wir auch schon gefahren. Die war ja schon klasse. Nur da war nicht der komplette Ring geschlossen. Jetzt geht's weiter zur Frankfurter Allee. Mittlerweile ist die Vollversion draußen, also die finale Version. Nächste Station, Frankfurter Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Ausstieg links. Fürs Ostkreuz kam aber keine Durchsage. Naja, ist bei uns auch manchmal hier in Kassel. In der Straßenbahn kommt auch nicht für jede Station eine Durchsage. Manchmal hängt auch die Ansage ein, zwei Stationen zurück. Das gibt's auch. Aber so eine Zugsicherung à la PZB habe ich hier jetzt aber auch noch nicht entdeckt in dem Fahrzeug. Aber die SIFA ist ziemlich penetrant. Manchmal drückt man auch und der reagiert nicht, nur kriegt man einfach eine Zwangsbremsung. Auch mies. Aber ist schon genial umgesetzt, die Strecke. Auch wenn ich selber noch nie in Berlin war. Das ist schon schick. Also so von der Ausgestaltung. Und ich weiß von einigen von euch, die haben mir damals schon gesagt, in der Vorabversion, das sieht schon super aus. Das hat schon hohen Wiedererkennungswert. Ich muss mal gucken im Racing Forum, ob es hierfür auch Szenarien gibt. Das wäre natürlich auch super. Und der Schnee hat was, finde ich. Flocken sind vielleicht ein bisschen groß, aber. Nächste Station, Storkower Straße. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Ja. Das Problem kenne ich auch nur zu gut. Jemand, der täglich im ÖPNV unterwegs ist. SIFA. Aber hier erkennt man auch gut, dass die Stromschiene oft die Seite wechselt, ne? Das hatte ich ja in TPF öfter mal gefragt. Ob das was ausmacht, ob die links oder rechts liegt, aber auch nur. Die wechselt schon ziemlich oft die Seiten.
fährt er in der City durch. Boah. Sifa. Das sind halt die Dinge, die in TSW einfach fehlen. Diese Atmosphäre, die aufkommt. Ich weiß nicht, ob man das greifen kann, ob man das verstehen kann, was ich meine. Das. Ja. Nächste Station: Landsberger Allee. Ausstieg links. Das ist halt hier schon anders. Sifa. Sifa. Schon so viel Fehler gemacht, ne? Es sei mir verziehen, wenn es so ist. Sifa. Auch mit den Haltetafeln, in welcher man da jetzt genau halten muss, wenn man welche Zuglänge hat, das werdet ihr mir wahrscheinlich wieder in den Kommentaren erklären, aber merken kann ich mir da nicht. Wirklich toll, ne? Und dann geht's schon weiter. Keine Zeit verdrödeln. Die Radfahrhalle. Aha. Das ist sowas wie so ein Verkehrsübungsplatz. Nächste Station: Greifswalder Straße. Ausstieg links. Regionalexpress. Sifa. Güterzug, der da steht. Ja, das Bremsverhalten des Fahrzeugs. Boah. Ich bin das vor einem halben Jahr einmal gefahren. Also es sei mir wirklich. Es sei mir wirklich verziehen, falls ich hier reinbremse wie so ein absoluter Anfänger. Sifa. Boah, ist die Sifa penetrant. Aber mal sowas von. Da vorne ist noch ein Haar. Halten wir mal hier vorne. Bin zwar kein Vollzug, aber. Nun gut, fahren wir einfach immer zum Bahnsteigende. Minute Verspätung haben wir natürlich auch schon drin. Ist die Berliner S-Bahn eigentlich ziemlich pünktlich oder gibt es da genauso Verspätung wie bei der Deutschen Bahn? Wahrscheinlich auch viele, viele, die aus Berlin zuschauen. Schreibt es mir gerne mal rein. Also bei uns, diese Sifa, die ist echt penetrant. Bei uns hier in Kassel ist es so, also es gibt seltenst, ganz seltenst mal eine Straßenbahn, die pünktlich kommt. Ich glaube nicht, der Fahrplan ist ja nur so eine Orientierung. Nächste Station, Prenzlauer Allee.
Ausstieg links. Echt nur eine grobe Orientierung der Fahrplan. SIFA. Ach du lieber Güte. Es musste einmal passieren. Einmal musste es passieren. Mich so ablenken lassen hier von diesem Gebäude, was da steht. Hier hinten. Ist auch nur eine Mauer. Ne, was ist denn das? Hab ich auf dieses Graffiti geschaut und dann, ja, zack, verbremst. Aber oft frage ich mich auch, wie will man eigentlich den Fahrplan einhalten? Gerade was Straßenbahnen angeht. SIFA. Wir warten nochmal die Ansage ab. Und dann erkläre ich euch, was ich meine. So, jetzt kommen keine. Boah, das sieht auch stark aus, ne? Boah, mega. Richtig genial. Oft ist es einfach so, dass man an Knotenpunkten, wo sich viele Linien treffen, wenn man da ankommt, als Fahrer, zack, Türen auf, und man hat keine Bahn vor sich oder nur eine. Dann kann man den Fahrplan einhalten. Hatte ich gesagt, schön, dass es hier in überdachten Bereichen nicht schneit. Naja, gut, egal. Wenn man da als erste Bahn oder als zweite Bahn ankommt, dann kann man den Fahrplan noch gut einhalten. Aber es gibt natürlich auch Situationen, gerade morgens im Berufsverkehr, da bist du dann die vierte oder fünfte Bahn und stehst an einer Haltestelle, an einer Kreuzung, stehst du einfach 5 Minuten, wenn nicht sogar länger manchmal. Wie willst du denn da den Fahrplan einhalten? Das ist dann natürlich absolut schwierig. So, genau. Jetzt haben wir noch die Bornholmer Straße. Oh, da fährt sogar der ICE. Und da ist es halt nicht so schlecht, wenn die Straßenbahn unterirdisch fährt, ne? Oder oberirdisch. Und da nicht beeinflusst wird von Ampeln, Straßenverkehr und dergleichen. Ja, das ist hier in Kassel leider ein bisschen schlecht umgesetzt worden. Rum. Nächster Halt, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und 26. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da mussten wir selber mal die Ansage machen. Da ist wohl das automatische Ansagesystem ausgefallen. Auch schön mit dem Berliner Dialekt, ne? Ach. SIFA.
Der Charme. Wunderschön. Und das Krasse an so Strecken ist, sie kosten sogar 5, 6 Euro weniger als die neuesten Strecken in TSW. Das ist halt auch krass. So viel Liebe zum Detail, was hier drin steckt. Wirklich, wirklich fantastisch. Jetzt fahren wir gar nicht mehr über den Ring, ne? Fällt mir gerade auf. Das sind gar keine Ringbahnen. Ich gucke mal. Vielleicht steht das irgendwo nochmal in der Beschreibung, welche Linie hier nach Pankow fährt. Aber hier steht es ja nicht. Links die S-Bahn, rechts. Also hier ist so viel los, ne? Noch eine S-Bahn. Oh, mega. Ja, ich schwärme. Darf ich aber auch. Na, hier steht's nicht. Hals- und Schienenbruch heißt es. Schade. Ich guck nochmal, welche S-Bahn nach Pankow fährt und dann benenne ich das Video auch so. Was ihr natürlich jetzt schon wisst, da ihr schon fast das ganze Video geschaut habt. Wenn ihr mehr sehen wollt hier von der S-Bahn aus Berlin, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid und dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Fahrt oder suchen wir mal ein schönes Szenario aus dem Rails im Forum raus. Und dann fahren wir mal nach Pankow. SIFA. Die 40 habe ich jetzt aber nirgends angekündigt gesehen, da war 70 am Signal. SIFA. Gemein, gemein. Pünktlich an. Nächster Halt, Pankow. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Ausstieg rechts. Dear passengers, this is the last stop on the line. This train terminates. All passengers are requested to leave the train. Hatte ich halt mit der SIFA, ne? Ich habe definitiv die SIFA gedrückt. Aber ja, hat sich erkannt. Gucken, ob wir in die nächsten Fahrten ausmachen. Aber schön der Dialekt. Oh, letzter Halt jetzt hier. Macht euch Russ hier. Kein Bock mehr auf euch. So hört sich das irgendwie immer an bei einem Berliner Dialekt. Ich finde das immer lustig. Nächster Halt, Bango. Dieser Zug endet hier. Und dann fehlt wirklich nur noch, macht euch Russ jetzt hier. Feiern mal. Ach, ich liebe die Berliner Schnude. Wirklich schön. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Endlich auch mal wieder unterwegs gewesen im guten Train Simulator. Viel zu selten. Macht mir echt immer wieder Spaß. Ja, aber die liebe Zeit, ne? So viele Projekte.
Das Szenario nicht erfolgreich beendet, steht da oben rechts. Das bezweifle ich. Doch sehr stark. Schauen wir nochmal. Endbildschirm, gibt's den heute noch? Da kommt er. An 7 von 10 Bahnhöfen Fahrgäste aufgenommen. Naja, sei es drum. Ich weiß, dass ich Fahrgäste an jedem Bahnhof aufgenommen habe. Ich habe euch als Zeugen und damit endet dieses Video. Mir hat es wie gesagt viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.